Naživo z Goethe-Institutu v Bratislave. Radio 1. Live aus dem Goethe-Institut Bratislava. Die Radio 1 Radiobrücke aus Bratislava wäre wie all unsere Radiobrücken in den vergangenen Jahren nicht möglich ohne das Goethe-Institut. Wie auch in den vergangenen Jahren ist das Goethe-Institut unser Ratgeber, Gastgeber und auch ganz praktisch unser Studio hier in Bratislava. Was war das für eine spannende Woche hier in Bratislava? Wir haben so viel erlebt und so viel gesehen, was wir vorher alles nicht geahnt haben. Wir waren oben auf dem UFO, wir waren surfen auf der Donau. Wir haben das Parteiensystem hier kennengelernt mit den vielen neuen Parteien, die sich dann auch schnell wieder auflösen offensichtlich. Ganz viele spannende Sachen, die wir nicht wussten. Und das haben wir alles recherchiert und rausgefunden. Natürlich nur im Team. Ja, die Radiobrücke war toll. Verrückt, quirlig, 4 Tage das ganze Haus auf den Kopf gestellt. Sehr unterhaltsam, sehr spannend, sehr wichtig, weil es ein Brückenschlag ist, eine Möglichkeit, Gesellschaften in Dialog, in Austausch zu bringen. Weil gerade jetzt in Mittelosteuropa, in dieser Region und in diesem Land Slowakei wahnsinnig viel gesellschaftlich und politisch passiert. Du sagst, die Slowakei hat seit 10, 15 Jahren einem hybriden Krieg aus Russland ausgesetzt. Gibt es denn Beweise dafür, dass diese ganzen Fake News tatsächlich aus Russland kommen oder ein Teil davon? Absurde ist, dass viele von diesen Webseiten oder Medien, die das verbreiten, sogar stolz drauf sind, einen direkten Draht zu Kreml zu haben. Die schämen sich überhaupt nicht mehr dafür. Viele, wie zum Beispiel diese Sem Avec, das ist so eine Monatszeitschrift, die besuchen ständig Moskau immer wieder und stehen stolz auf Seite Kremls und verbreiten diese Narrative hier schon sehr lange und sind dafür auch bezahlt. Ich fand es total schön, dass wir so viele nette Leute kennengelernt haben, nicht nur also die Kollegen aus der Zentrale und aus den Redaktionen, sondern auch die Gäste, die zu uns kamen. Das fand ich ganz spannend und generell die Arbeit zu sehen, wie so eine Sendung entsteht. Und dass unser Institut zu so einem tollen Ort geworden ist eigentlich, ein Studio, Musikstudio. Also das hätte ich nicht gedacht, dass es so schnell geht. Also ich glaube tatsächlich, ich hatte einen der interessantesten Jobs bei dieser Radiobrücke. Ich durfte ja Reporterin sein und mich eben so frei flottierend durch die Stadt bewegen und da mit interessanten Leuten sprechen, also mit Leuten, die in Bratislava was bewegen, die vielleicht auch Kritik haben an den Dingen, die sie da so sehen jeden Tag in der Stadt. Mein Job war es, die Musik für Bratislava zu organisieren, die Künstlerinnen und Künstler zu finden. Und das war auch eine Wundertüte für mich. Ich wusste nicht, was da auf uns wirklich zukommt. Wer kennt schon die Musik aus der Slowakei? Alleine, dass Timea auf der Bühne zum ersten Mal für sie auch eine Premiere ein Lied auf Slowakisch sang. Ich fand das toll. Ich muss sagen, nach diesen 4 Tagen, ich bin hochzufrieden. Glücklich, könnte ich fast sagen. Rozmyślam pomali nad sobą, nad nami. Czuję już za nami niezmieni pokój. Cuwali, plakali, czekali, gladali. Es ist nicht sehr leicht, die 35% für jede Stunde der Sendung mit guter, neuer slowakischer Musik zu programmieren, mhm. zu füllen. Ja. So. Müsst ihr 35% der Sendung? Ja, wir müssen. Ja. Ist das staatliche Vorgabe? Ja. Ich denke, es ist ein Geschenk, dabei sein zu können, wenn sich hier die Menschen von Radio 1 und vom RBB Kultur in so eine Stadt stürzen und verschiedenen Themen und auch Menschen nachgehen und eintauchen in die Stadt und in das Land. Und man hat das Gefühl, in diesen 4 Tagen ist man das Zentrum der Welt. Die Skoda-Fahrt mit Peter durch Bratislava, die war richtig klasse. Er hat ganz persönlich erzählt davon, wie er Bratislava als Kind wahrgenommen hat, als es den Sozialismus noch gab und wie das heute ist, wie man mit der Vergangenheit umgeht, wie Bratislava sich entwickelt hat. Das fand ich richtig beeindruckend. Was anders ist in Österreich und der Slowakei im Kontrast zu Deutschland, ist, dass es in Deutschland dieses nationale Aufarbeiten gegeben hat. Also das war ja so ein nationales Thema. Ich bin eigentlich immer sehr berührt, wenn ich in Berlin bin, und da habe ich eigentlich das Gefühl, das ist die einzige Stadt, in der das Thema wirklich aufarbeitet wurde. Also überall anders entlang des ehemals Eisernen Vorhangs gab es diese Aufarbeitung nicht wirklich. Wir von RBB Kultur, wir haben ja jeden Tag von 9 bis 10 live gesendet, und wir hatten wirklich tolle GesprächspartnerInnen,
vom Politikwissenschaftler bis zu den Mitarbeitern des Goethe-Instituts und hatten da jeden Tag auch ein Stadtgespräch. Da ist wirklich sehr viel rübergekommen, was wichtig ist in der Slowakei, aber auch so ganz einfach das Lebensgefühl in Bratislava. Es gibt schon Risiken, aber ich denke, unsere Ingenieure, auch was unsere Geschichte betrifft mit den Kernenergie, ist mehr positiv als negativ. Es gibt natürlich immer Risiken, aber die sind schon so niedrig oder so reduziert, dass die Leute generell relativ okay damit sind und es gibt nicht eine große Opposition sozusagen. Aber ein Reaktorunfall wäre ja schon ein großes Risiko. Natürlich, es ist schon ein großes Risiko, aber Gott sei Dank, es ist noch nicht passiert, deswegen vielleicht auch unsere Leute relativ optimistischer eingesetzt sind. Was nehmen wir mit von dieser Radiobrücke? Ich glaube, auf jeden Fall Schnaps nehmen wir mit. Cola nehmen wir mit. Viele schöne Begegnungen, neue Eindrücke. Und tatsächlich eine ganz neue Stadt, ein ganz neues Land. Ich muss gestehen, ich wusste fast gar nichts über die Slowakei und Bratislava und bin froh, dass sich das geändert hat. Geht mir genauso. Ein paar Mal habe ich zugeschaut, wie ihr da so sendet. Ich finde es sehr gut. Ich komme ja auch aus Berlin, da bin ich geboren. Das erinnert mich auch ein bisschen an meine Heimat.